Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekiro Shadow Die Twice. Und wir befinden uns jetzt hier mitten im Nirgendwo. Ich war gerade kurz im Pausenmenü und hab das mal ein bisschen angeguckt. Und wir sehen unten links haben wir ein paar Balken. Da haben wir einen Lebensbalken, wir haben göttliche Hilfe, was auch immer das bedeutet. Ich weiß es noch nicht. Einige gesperrte Sachen sind da drüber. Was das alles zu bedeuten hat, werden wir wahrscheinlich erst später herausfinden. Naja. Dann haben wir noch Vitalität 10 und Angriffskraft 1. Und der Punkt, den ich ja letzte Folge öfters angesprochen habe, das Aufleveln. Wir haben also noch Fähigkeitspunkte. Und daneben haben wir irgendwelche Münzen und irgendwelche, ich weiß nicht, was das ist. Aber auf jeden Fall gibt es hier einiges zu sammeln. So. Die Wand drücken wollen wir jetzt nicht. Schauen uns hier mal ein bisschen um. Gucken mal so ein bisschen. Wir können hier auf Bäume klettern. Weiß auch immer was. Da, oh. Ich sehe. Wir sollen da raus. Okay, wir können auch da lang. Oder wir können unten entlang. Je nachdem. Aber unten sieht das jetzt nicht so aus, als wäre da irgendwas. Oh, ich kann hier nicht runterfallen. Das ist gut zu wissen. Ashina Talsperre. Okay, ja, aber was nützt mir das? Ich weiß es nicht. Gar nichts eigentlich, ne? Könnte versuchen, darüber zu springen, aber ich glaube nicht, dass der Sprung so weit reicht. Wir müssen über die Brücke gehen. Hm. Ja. Tun wir das einfach mal, ne? Andere Wahl haben wir jetzt gerade noch nicht. Wer weiß, wie offen diese Welt überhaupt ist. Komm, da spring ich einfach rüber. Was ist denn los? Kletter doch nicht. Oh, guck mal, da ist ein kleines Viech, das auf der Brücke gräbt. Was auch immer es da zu graben gibt. Und wir könnten rein theoretisch da runter. Okay, wir haben jetzt zwei Wege. Wir gehen zuerst mal hier runter. Gucken, was hier so Schönes ist. Die Frage ist halt, wo geht's lang? Komm, gehen wir erstmal hier runter. Soll's. Erstmal umschauen. Können ja jederzeit entscheiden, wieder hochzugehen, ne? Also hier geht's nicht entlang. Das dürfte der Weg sein, wo wir hin müssen, ne? Wenn das der Weg ist, wo wir hin müssen, dann gibt es nur den Weg über die Brücke. Das heißt, das hier ist ein Alternativweg. Perfekt. Dann gehen wir doch hier zuerst entlang. Aber nicht darunter, sondern hier. Und nu? Kann ich hier raufklettern? Ob ich einen Keks freuen. Geil. Okay, da ist ein Weg. mich hat niemand gesehen. Nein, nein, nein. Weißt du, das komische Viech da unten hat mich gesehen. Oder die Viecher. Okay, wir haben es nicht nur mit menschlichen NPCs zu tun. Jetzt guck weg, ich bin schon weg. Bin sehr froh, dass wir überhaupt auf einer Brücke, auf einer Treppe gelandet sind. Hätte auch böse enden können. Ah, jetzt sieht er mich nicht mehr. Perfekt. Wir könnten auch dahin gehen, zu dem Weg. Und dann runter. Weil, so wie ich das sehe, gucken die alle jetzt gerade in meine Richtung, ne? Tun wir das einfach mal. Zur Not habe ich die Macht des Schneidens. Hallo? Ich komme hier, glaube ich, nicht mehr weg. Hä? Du kommst da doch wohl an, Junge. Geht doch. Okay, an die Steuerung muss man sich erstmal gewöhnen. Was? Vom Wand. Sprung an die Kante hängen. Ja gut, das habe ich gerade selber lernen müssen. Oh. Du kennst doch den geheimen Durchgang am Grund des Grabens unter der Brücke. Wir haben Befehl erhalten, ihn zu bewachen. Die Sicherheitsmaßnahmen werden immer strenger. Bald werden wir Krieg haben. Krieg, ja? Krieg. So sieht's aus. Da fällt mir ein, ich wollte noch eine Sache erledigen. Und das ist nicht. Doch, doch, war richtig. Die Soundeffekte auch auf 4. Gucken wir uns erstmal das Viech an. Lauschen. Ah. Lauschen bestätigt. Okay, ich verstehe.
Was bist du denn für ein kleiner Fratz, der da irgendwie rumgräbt? Oh, er hat mich schon gesehen. Oh, das ist ja... was war... ein kleiner widerlicher Zwerg oder so? Ich habe keine Ahnung. Nu? Oder wären wir wieder an der Stelle, wo wir das letzte Mal waren? Ach. Ach. Oh, wir hätten gar nicht auf die Brücke gemusst. Können wir hier sonst noch irgendwas machen auf der Brücke? Die Brücke ist also einfach nur so just for fun, um dieses kleine widerliche... Oh. Dich zu finden. Na doch, hier können wir auch runter. Ach, hier ist was. Gürchen. Nice. Und da kommen wir... Da kommen wir auch runter zum Weg. Ha! Untersuchen. Dies scheint der Fluchtweg zu sein. Die göttlichen... den göttlichen Erben mit Schrift... Nö, noch nicht, noch nicht. Ich will mich erst umsehen. Das heißt, wir gehen nochmal runter. Zu den komischen, kleinen, ekelhaften Viechern. Oh. Ja gut, die sind jetzt nicht so dramatisch. Hätte ja sein können, dass die dramatisch sind. Ich erinnere mich nur an Dark Souls, als man die Wahl hat, zu den Skeletten zu gehen oder nicht. Die Skelette waren doof. Hier war doch noch einer, ne? Ja, ich sehe den doch. Versteckt er sich da unter dem Baum? Was ist denn los? Okay, hier gibt es eigentlich nicht viel. Das ist einfach nur, falls man runterfällt. Dass man halt gegen kleine Echsen kämpfen muss und sich dann Keks freuen kann. Aber gut, jetzt wissen wir es ja. Dann rufen wir mal den göttlichen Erben, unseren kleinen Schützling. Cool. Kein Fallschaden, finde ich gut. Also ich fürchte, dass dieses Spiel weitaus dynamischer ist als die Dark Souls-Reihe. Mal gucken. So, schaffen wir den Sprung darüber oder soll ich es langsam angehen lassen? Easy. Okay, da geht's wieder hoch zur Brücke, da wollen wir aber nicht hin. Wir wollen nämlich hier entlang. Yay. Mag die Moves hier, der Slide hier ist cool. Zack. Viel besser als Sprinten. Nur unkontrollierter. Der hat ja nicht mal Schuhe. Oh, du hast es gefunden. Dann lass uns jetzt gehen. Ja, mein Herr. Zu denken, dass der einzige Weg, meiner Blutlinie zu entkommen, die Flucht davor ist. Hört sich logisch an. Wohin sollen wir gehen, wenn wir aus der Burg geflohen sind? Zunächst sollten wir wohl die Ashina-Grenze überqueren. Oder uns vielleicht irgendwo verstecken. Was meinst du? Was immer ihr wünscht. Was immer ich wünsche? Das ist der Wolf, den ich kenne. Kurosama. Ach, nichts. Nur Erinnerungen. Dann los. Okay, mein Kleiner. Folgst du mir? Soll ich dich jetzt echt beschützen? Ich mag solche Beschützquests nicht. Ja. Wie soll man denn mit einem kleinen Kind im Nacken kämpfen? Ich hoffe, die greifen mich nicht an. Oh. Okay, das macht hoffentlich keine Geräusche. Da sitzt doch jemand. Der göttliche Erbe. Wir sahen uns zuletzt am Grab eures Onkels. Genichiro-sama. Ich...
Danke. Überlass das mir. Oh, 1-1. Oh, jetzt geht's los. Der edle Shinobi steht uns also im Weg. Ganz ehrlich, der hat so viel Zeug auf dem Rücken, der kann nicht gut sein. Nicht schnell, der kann doch gar nichts, der ist viel zu schwer. Du stehst vor Genichiro Ashina. Ach komm, das habe ich doch aufgeblockt. Ach du Scheiße. Er ist schon ein anderes Kaliber. Ah. Ich glaube, man kann nicht gegen ihn gewinnen. Ich glaube, man muss verlieren. Es gibt ja so Spiele, wo man das muss. Aber ich gebe mein Bestes. Oh. The fuck? B. Mehr hat mir ein Shinobi nicht zu bieten? Der göttliche Erbe kommt mit mir. Ich wusste, dass man nicht gegen ihn gewinnen kann. Und der ist gut getarnt. Ja, Cool, meine Hand ist weg. Das ist meine Ziehhand. Ich habe sie jetzt nicht erzogen, aber ich ziehe damit mein Schwert, mein Samurai-Schwert. Ich glaube, da wurde ich unter den Teppich gekehrt. Ahaha. Was ist das? Offensichtlich nicht meine Hand. Du bist also wach. Der Tod scheint nicht dein Schicksal zu sein. Noch nicht. Ja gut, jetzt haben wir eine Puppenhand. Shinobi-Prothese. Der künstliche Arm eines Shinobi, der vom Bildhauer weitergegeben wurde. Eine Nachbildung eines menschlichen Arms mit einer Fülle von Mechanismen. Sie wurde speziell für Modifikation und Anpassung entworfen. Trotz einiger Kratzer sowie Blut- und Ölflecken ist sie in tadellosem Zustand. Alles klar! Das sieht merkwürdig aus. Der Arm sieht einfach unnatürlich lang aus, aber ist genauso lang wie der andere, oder? Ein Stück länger. Wie nennst du dich? Deine Augen. Ich sehe die Augen eines Wolfes, der es nicht geschafft hat, seine Pflicht zu erfüllen. Das geht euch nichts an. Die Worte eines wahren Shinobi. Ich muss den Buddha schnitzen. Tu, was du willst. Fragen, wie du hergekommen bist, nach deinem neuen Arm fragen. Ja, ich meine, der hat mich wahrscheinlich hergezerrt, ne? Mein linker Arm. Was habt ihr mir angetan? Das hier nenne ich eine Shinobi-Prothese. Ein passender Fangzahn für einen einarmigen Wolf. Außer wenn man einen Buddha schnitzen möchte. Du kannst sie haben. Eine Shinobi-Prothese? Sie ist nicht einfach nur ein Ersatz für deinen verlorenen Arm. Komm mich besuchen, wenn du Shinobi-Module findest. Shinobi-Module? Verstehe. Für die Prothese. Du lernst schnell. Wenn du mir Shinobi-Module bringst, werde ich einen Weg finden, sie mit deiner Shinobi-Prothese zu verbinden. Du wirst sie noch zu schätzen lernen. Ich habe schon zu viel gesagt. Geh jetzt. Okay, und wie bin ich hergekommen? Wie bin ich hierher gelangt? Ich habe dich nur hergeschleppt. Dabei wusste ich nicht mal, ob ich vielleicht nur eine Leiche mit mir herumschleppe. Ich konnte aber nicht zulassen,
dass du von einem Rudel wilder Hunde gefressen wirst. Wie lange habe ich geschlafen? Seit ich dich gefunden habe, ist einige Zeit vergangen. Ich verstehe. Aber dein Meister lebt noch. Er wird in der Ashina-Burg gefangen gehalten. Sie werden seine Blutlinie bald für sich nutzen. Du wirst sie noch zu schätzen lernen. Was werde ich zu schätzen lernen? Die Blutlinie? Okay. Nach Kuros Blut fragen. Das Blut des göttlichen Erben. Was bedeutet das? Ich weiß nicht viel über ihn, außer das Drachenerbe. Das ist der Name eines besonderen Blutes. Und dieses Blut fließt durch die Adern deines Meisters. Und der göttliche Erbe? Jemand ist hinter ihm her. Es kann sein, dass die seltsamen Dinge, die mit deinem Körper passieren, etwas damit zu tun haben. Die mit meinem Körper passieren? Was passiert denn, außer dass ich da einen Holzarm habe? Du bist ziemlich seltsam, aber auch andere seltsame Besucher sind in diesen Tempel gekommen. Einer befindet sich auf der Lichtung rechts neben dem Tor, das vom Tempelgelände führt. Zwei Fremde in seltsamen Umständen. Ihr zwei könntet euch verstehen. In seltsamen Umständen? Alter Mann, du bist komisch. Aber du bist wahrscheinlich sowas wie ihr Leuchtfeuerhüter. Oh, falsche Taste. Siehst du diesen gütig blickenden Buddha dort? Das ist keiner von meinen. Er wurde vom wahren Bildhauer geschaffen. Wenn sich jemand dem stellt, was sich in seinem Innern befindet, kann er womöglich helfen. Sich dem stellt, was in ihm ist? Wut, Traurigkeit oder vielleicht uralte Erinnerungen. Diese Art von Dingen. Alles klar. Der labert so seltsames Zeug. Ich kann hier nichts kaputt machen. Wie schrecklich ist denn das? Okay, schauen wir uns hier mal um. Gibt's hier irgendwelche Geheimnisse? Irgendwas? Oh. Leichter Geldbeutel. Ein Geldbeutel mit einer Handvoll Sen. Kann verwendet werden, um die Sen im Inneren zu erlangen. Hat ein recht befriedigendes Gewicht. Die Sen in diesem Geldbeutel gehen beim Tod nicht verloren. Vermute, Geld ist jetzt sowas wie die Währung. Und das ist so eine Art Seelensplitter. Also ich definiere das Ganze jetzt natürlich zusammen mit Dark Souls. Kügelchen, kennen wir schon. Ist das? Figuren des Bildhauers. Ah, ein Lagerfeuer. Figuren des Bildhauers dienen als Checkpoints überall in Ashina. Beim Rasten dort wird deine Vitalität vollständig sowie eine Anwendung von Auferstehung wiederhergestellt. Gelagerte Schnellobjekte und Geistembleme landen im Inventar. Besiegte Feinde werden mit einigen Ausnahmen wiederbelebt, wenn du rastest. Gebetsperlen, Erinnerungen, ich denke, das ist das, was wir im Gebiet sammeln, oder? Göttliche Hilfe 30%, echt, das ist, ich habe keine Ahnung, was das alles bedeutet, rasten. Okay. Kügelchen, okay, wir kriegen, oh. Hallo. Ihr seid wirklich von den Toten auferstanden, die Macht des Drachenblutes. Ich hätte nie gedacht, es mit eigenen Augen zu sehen. Wer seid ihr? Mein Name ist Emma. Ich stehe als Ärztin in den Diensten eines Meisters. Welchen Meisters? Vergebt mir, aber um seiner Sicherheit willen kann ich das nicht verraten. Mein Meister gab mir jedoch den ausdrücklichen Befehl, euch zu unterstützen, wo ich kann. Ich verlange nicht, dass ihr mir vertraut. Aber ich muss dem Befehl meines Meisters Folge leisten. Eure Kürbisflasche mit Heilwasser, ich habe sie ursprünglich hergestellt.
Ich bin Ärztin und werde euch als solche unterstützen. Ich mag die Synchronsprecher hier, die haben alle richtig schön Tiefe. Diese Kürbisflasche ist von euch? Ja. Sie war für Kurosama gedacht, aber offenbar hat er sie euch anvertraut. Ihr habt es sicher bemerkt, aber das heilende Wasser in der Kürbisflasche vermehrt sich von selbst. Selbst wenn sie geleert wurde, füllt sie sich nach kurzem Rasten wieder. Ja. Kann man sie noch verbessern? Bringt mir Kürbissamen. Kürbissamen? Ja. Aus den Kürbissamen fließt Heilwasser. Kommen weitere Samen hinzu, erhöht sich die Menge an Heilwasser. Wenn ihr welche findet, bringt sie mir. In Ordnung. Schwitzende Kürbissamen. Habe ich welche? Ich habe eine Bitte. Was ist los? Lasst mich bitte euer Gesicht sehen. Was? Dieses weiße Mal. Ist das ein Geburtsmal? Nein. Dann muss es bei denen auftreten, die das Drachenerbe empfangen haben. Oder vielleicht ist es ein Symptom. Seid ihr fertig? Ja, das ist alles. Tut mir leid, das war ziemlich unhöflich von mir. Sagst du nochmal dasselbe? Also, ist es kein Geburtsmal? Dann weisen es jene auf, die das Drachenerbe empfangen haben. Oder vielleicht... Na ja, gut, sie sagt es auch ähnliches. Ist es ein... Wiedersehen. Hau rein. Irgendwann hast du einen Nutzen, dann komme ich wieder. Ich sehe, wir haben hier mehrere Wege zur Verfügung. Wir können jetzt hier links entlang laufen. Wir können jetzt hier durchgehen. Und wir können hier entlang gehen. Aber ich würde sagen, die Höhle ist mir am sympathischsten. Da gehen wir mal lang. Oh, okay. Keine unsichtbaren Wände oder so? Nein? Ja gut, dann... gut. Ich denke mal, geradeaus wird dann der richtige Weg sein. Das heißt, wir gehen mal hier entlang und gucken, was hier ist. Ah, da ist der Fremde. Alter, du bist suspekt. Oh Gott. Ein unbekanntes Gesicht. Wie ist euer Name? Wollt ihr ihn mir nicht verraten? Ihr seht aus, als wärt ihr ein geschickter Shinobi. Entweder ein Shinobi oder vielleicht... Bitte, ich möchte euch um etwas bitten. Kämpft gegen mich. Ja, okay. Ich war noch nicht mal vorbereitet. Ich hatte meinen Controller nicht mehr in der Hand. Ja... Wie stehst du denn auf? Wie ich dachte, ich lebe noch. Das erklärt nicht, wie du so komisch aufstehen konntest. Diese Schwertkunst, sie ist beeindruckend. Nur wenige konnten mich auf so eine gründliche Weise töten. Was seid ihr? Manche nennen es Untot, andere infiziert. Ich kann nicht sterben. Also bin ich immer hier. Was treibt euch in die Nähe eines derart maroden Tempels? Ihr scheint über vieles nachzudenken. Sagt, wieso übt ihr eure Schwertkampffähigkeiten nicht ein wenig an mir? Könnte nützlich werden, ganz gleich, was eure Mission ist. Ein Körper, der nicht sterben kann, könnte praktisch für euch sein. Na? Okay. Nun gut. Sehr gut. Fangen wir an. Es heißt, sein Schwert zu schwingen wäre eine gute Ablenkung. Okay, wir können trainieren. Parieren, Ausweichschritt vielleicht. Wenn das so ist, bin ich euer Gegner. Weiche gegnerischen Angriffen mit dem Ausweichschritt aus. Dies schadet der feindlichen Haltung zwar nicht, jedoch verfehlen manche Angriffe so komplett. Weiche Angriffen aus, greife an und lande 3 Todesschläge. Okay, B zum Ausweichen und dann zuschlagen, alles klar. Oh. Nach einem Niederschlag am Boden zu bleiben bedeutet nicht den sicheren Tod. Mit einer Ausweichrolle kannst du dich schnell von einem Niederschlag oder Haltungsverlust erholen. A bei Haltungsverlust oder B, wenn niedergeschlagen.
Oh, okay. Ja, komm, schlag zu. Ich muss Ausweichrolle probieren. Nochmal. Das ist nett. Au. Ach ja, rollen. Bleib immer stehen. Ach. Jetzt aber. Das ist gar nicht so erneut einfach. Gegen mich. Dem bin ich einfach so ausgewichen. Ja gut, wenn er so springt, bringt mir das gar nichts. Du sollst zuschlagen, Junge. Ich will trainieren. So, jetzt habe ich es dreimal gemacht. Sehr gut gemacht. Ah, nice. Okay. Angriffe, parieren. Ich glaube, das ist, brauchen wir nicht. Habt ihr es bemerkt? Dieser Tempel zieht diejenigen an, die nicht wissen, wohin. Auf mich trifft das auf jeden Fall zu. Und das bleibt nicht folgenlos. Manchmal landen interessante Dinge im Gabenkasten. Im Gabenkasten? Ihr könnt jederzeit wieder herkommen, wenn ihr Techniken ausprobieren möchtet. Stehe ich euch zur Verfügung. Dann zeig mal ein hübsches Gesichtchen. Ah, oh, Tiefenschärfe. Er ist schon ein komischer Typ, ne? Und das ist dein Gabending ins Gehens? Objekte, die woanders nicht mehr verfügbar sind, befinden sich im Gabenkasten. Wenn der Kasten erleuchtet ist, hat ein weiteres Objekt den Weg hineingefunden. Objekte können durch Untersuchen des Kastens und Geld erlangt werden. Ist momentan leer. Ah. Okay. Dann können wir nun den richtigen Weg beschreiten. Ja, Freunde, ich würde aber sagen... Greifhaken. Mit dem Greifhaken der Shinobi-Prothese erreichst du Orte, die anders unerreichbar wären. So kannst du dir erhöhte Positionen zunutze machen. Ein rundes Symbol zeigt Greifpunkte in der Nähe an. Wenn es grün wird, ist der Greifpunkt in Reichweite. Ah, okay. Ein neuer Skill ist verfügbar, Freunde, aber den sehen wir erst morgen zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.